Hi zusammen, hier ist wieder Christian von Updated und dieses Mal mit einem Vergleich zwischen dem HTC One und dem Huawei S&P 6. Das HTC One hier linksseitig im Bild ist schon seit einigen Monaten in Deutschland verfügbar. Das S&P 6 auf der rechten Seite wurde erst vor 2 Wochen in London vorgestellt. Aufgrund der Größe beider Geräte, den verwendeten Materialien und auch ähnlichen technischen Eigenschaften habe ich mich mal zu diesem Vergleich hinziehen lassen und werde euch diesen Vergleich in verschiedene Bereiche unterteilen. Anfangen möchte ich in unserem Vergleich natürlich mit der Hardware und mit der Ausstattung und was fällt dem User als erstes ins Auge, wenn er das Smartphone in der Hand hält? Natürlich das Display. Bei beiden Geräten gleich groß, das heißt 4,7 Zoll beim HTC One, 4,7 Zoll beim Huawei S&P 6. Allerdings ist die Auflösung unterschiedlich. Hier ist eine Full-HD-Auflösung implementiert worden, das bedeutet 1920x1080 Pixel gegenüber 1280x720 Pixel. Daraus resultiert eine unterschiedliche Pixeldichte, nämlich ungefähr 460 ppi hier beim HTC One gegenüber 325 ppi beim Huawei S&P 6. Während das hier wirklich das schärfste Display auf dem Markt ist, hat das P6 allerdings immer noch eine Auflösung wie ein Apple iPhone 5, das heißt hat Retina-Niveau, sodass hier auch wirklich einzelne Pixel eigentlich fast gar nicht mehr sichtbar sind und es eigentlich nur für Technik-Nerds entscheidend ist, wie viel Pixel das Display wirklich hat. Der Otto-Normalverbraucher sieht hier absolut keine Unterschiede. Das S&P 6 kann aber aufgrund seiner Dicke punkten, denn es ist nur 6,18 mm dick, wiegt nur 122 Gramm, während das HTC One, und das seht ihr in diesem Vergleich am besten, um einiges dicker ist, nämlich mit 9,3 mm hier an der dicksten Stelle. Die flacht natürlich zur Seite etwas ab, so auf ungefähr 4,5 mm, aber es ist deutlich dicker als das Huawei S&P 6 und mit 143 Gramm auch bedeutend schwerer. Schaut man sich die Seiten an, erinnert das P6 etwas an das Apple iPhone 5, während das HTC One ein relativ eigenständiges Design hat. Und bei den Materialien gehen beide Hersteller einen ähnlichen Weg. Hier verwendet zum Beispiel HTC bei dem One einen Aluminium Unibody, das heißt, es wird aus einem Block gefräst, während Huawei ebenfalls Aluminium verwendet. Allerdings wird das zusammengepresst, das heißt, es ist kein Unibody, sondern es besteht aus mehreren Aluminiumschichten, sage ich mal. Hier ist genauso die Seitenlinie aus Aluminium wie das Backcover und das hört ihr auch schon, bei beiden Geräten hört sich das extrem gut an. Und ist auch extrem wertig und wenn man das in der Hand hält, merkt man, dass man Metall in der Hand hat und es fühlt sich wirklich sehr gut an. Und ihr könnt auch einen Unterschied sehen, das HTC One auf der rechten Seite, das wirkt etwas breiter, das wirkt kompakter, das ist einfach irgendwie kräftiger in seinem Auftreten, während das P6 hier filigraner ist. Also mir gefällt das P6 wirklich sehr gut, es hat nicht ganz so abgerundete Ecken wie zum Beispiel hier das HTC One, das könnt ihr, denke ich, hier in diesem Vergleich relativ gut sehen, wie sich das darstellt, aber es liegt wirklich verdammt gut in der Hand, allerdings das HTC One kein Stückchen schlechter. Was wird hier verbaut? Wir haben bei beiden Geräten einen Quad-Core-Prozessor und damit ihr euch das behalten könnt, lege ich das nochmal zusammen und werde es mal im Bild einblenden. Das heißt, hier im S&P 6 auf der linken Seite werkelt ein Huawei-eigener Quad-Core, der K3V2 nennt sich das, mit 1,5 GHz, 2 GB RAM, 8 GB interner Speicher sind dabei. Allerdings lässt sich der mittels einer Micro-SD-Karte erweitern. Hier beim HTC One haben wir ebenfalls einen Quad-Core, den Snapdragon 600, der taktet mit 1,7 GHz etwas höher, hat ebenfalls 2 GB RAM und gleich von Haus aus 32 GB interner Speicher, der lässt sich allerdings jetzt nicht mehr erweitern. Beim Akku kommt hier ein 2000 mAh starker Akku beim P6 zum Einsatz, das ist wirklich für diese Geräteklasse so die untere Kategorie, der musste extrem flach aufgebaut werden, damit er überhaupt in dieses Gehäuse hier passt, während das HTC One einen Akku von 2300 mAh hat, aber natürlich auch mit dem Full-HD-Display einen größeren Energieverbraucher auf die Seite stellt. Was kann man also sagen im Bereich Hardware und Ausstattung? Beide Geräte sind auf einem Top-Niveau. Von der Hardware würde ich sagen, ist das HTC One dem Huawei S&P 6 technisch gesehen überlegen. Allerdings muss man natürlich auch bedenken, dass das P6 aufgrund der sehr geringen Bauform und des sehr geringen Gewichtes natürlich ein Maximum an Technik hier verpackt hat, sodass das wirklich
ja, wirklich lobenswert ist und dem HTC One eigentlich in nichts nachsteht. Wir gehen jetzt in unseren nächsten Bereich über und da gehe ich jetzt nochmal detaillierter auf das Display ein. Da werde ich euch einfach mal ein paar Blickwinkel präsentieren, wie sich das hier verhält. Wir haben hier im HTC One ein SLCD-3-Display, das heißt, die Farben, die werden naturgetreu dargestellt, die Blickwinkel sind stabil und das Weiß, vor allem beim Surfen ist das ein wichtiger Punkt, wird wirklich als Weiß dargestellt. Hier beim P6 haben wir ebenfalls ein IPS-LC-Display, das bedeutet, auch hier sind die Blickwinkel stabil, naturgetreue Farben und das Weiß sollte auch wirklich rein weiß sein. Ich gehe dazu einfach mal hier in Google Chrome, werde mal eine Seite aufrufen oder vielmehr unsere Seite aufrufen und dann wollen wir uns das einfach mal anschauen, wie sich das darstellt von den Farbwerten und von den Weißwerten. Und ich habe bei beiden Geräten die Helligkeit auf ein Maximum hochgestellt und ihr könnt es sehen, die Kamera dunkelt das automatisch etwas ab und damit ihr einen relativ guten Vergleich seht, gehe ich mal auf den gleichen Artikel. So stellt sich das also dar, zum einen auf dem HTC One, zum anderen auf dem P6. Was ihr sofort feststellen könnt, beide haben zwar ein 4,7 Zoll großes Display, aber das P6 hat Onscreen-Tasten. Das bedeutet, die Tasten sind hier direkt auf dem Display abgebildet, sodass die Display-Diagonale beim Betrachten eigentlich um etwas kleiner wird und nicht mehr 4,7 Zoll beträgt. Beim HTC One sind hier unten kapazitive Buttons vorhanden, das heißt, sie sind unter dem Display und dementsprechend ist das Gerät natürlich auch etwas größer. Wie stellt sich hier das Weiß dar? Sehr gut, würde ich sagen, auf beiden Geräten. Schaut man sich das hier an, würde ich sagen, das HTC One hat etwas die Nase vorn. Neigen wir mal die Displays zueinander. So könnt ihr sehen, dass man immer noch, selbst bei fast zugeklappten Displays, noch genügend erkennen kann. Und hier würde ich eigentlich fast sagen, dass die Weißwerte bei dem S&P 6 etwas besser bleiben, das heißt Blickwinkel stabiler sind, als beim HTC One. Ansonsten ist das hier alles flüssig, ihr seht, das funktioniert ohne Probleme und genauso stellt sich das natürlich hier auch auf dem HTC One dar. Die Quad-Core-Prozessoren, die leisten hier genügend Arbeit, damit das alles wirklich gut und flüssig läuft. Gehen wir in den nächsten Bereich über, da nehme ich die Kamera und schauen uns dort einmal an, wie das Kameramenü aufgebaut ist, was hier an einer Kamera verbaut wurde. Und so drehe ich das Gerät nochmal ganz kurz auf die Rückseite. Und hier könnt ihr sehen, dass sowohl im HTC als auch im Essend eine LED-Flash verbaut wurde. Das ist eine Single-LED, das bedeutet, das ist der Blitz, mit dem ihr Fotos auch bei Dunkelheit aufnehmen könnt. Hier haben wir eine 4-Megapixel-Kamera. HTC bewirbt das mit Ultrapixel-Technologie. Hier haben wir eine 8-Megapixel-Kamera, die untergebracht wurde. Beide sollen sehr gute Fotos liefern, sehr gute Bilder liefern. Und wenn man sich das Kameramenü anschaut, findet man doch relativ große Ähnlichkeiten im Aufbau. Sowohl hier oben beim P6 als auch hier unten bei dem HTC One ist hier unten dieses Einstellungsmenü vorhanden, in dem ich die Einstellung aufrufen kann. Hier kann ich dann zum Beispiel verschiedene Szenen auswählen. Ich kann Einstellungen vornehmen bezüglich der Größe bzw. der Bildgröße, ISO-Werte, Weißabgleich etc. pp. Genau das gleiche kann ich eigentlich auch hier unten bei dem HTC One vornehmen, wobei ich hier die Auflösung nicht ändern kann, denn 4 Megapixel bleiben immer vorhanden. Das ist die maximale Auflösung, die hier einem zur Verfügung stehen. Weiterhin habe ich die Möglichkeit, den Blitz ein- oder auszuschalten oder auf Automatik zu stellen, wie auch beim HTC One. Und auch die Möglichkeit, hier zum Beispiel in den Videomodus zu wechseln. Das funktioniert beim HTC allerdings durch einen Touch hier auf diesen Button. Und schon fängt das Video an zu laufen. Mit einem weiteren Touch wechsle ich ganz normal wieder in den Fotomodus. Das ist alles ohne Verzögerung und wirklich sehr gut gelöst. Und auch hier seht ihr wieder, dass im linken Bereich vom Huawei-Gerät eben diese Soft-Button-Leiste noch vorhanden ist und so etwas vom Display wegnimmt. Ansonsten Tap-to-Focus haben wir hier, das heißt, ihr könnt diverse Bildbereiche auf beiden Geräten ansteuern, genauso hier unten auch beim HTC One, das ist noch mit einem kleinen Sound hinterlegt und das funktioniert wirklich ohne Probleme. Und die Bildqualität, das blende ich euch natürlich auch ein, ist bei beiden Geräten wirklich als gut zu bezeichnen, gut bis sehr gut, würde ich das sogar sagen. Gehen wir einen Schritt zurück. Und ich werde einfach mal einen Quadrant-Benchmark drüber laufen. Benchmark-Ergebnisse sagen jetzt nicht unbedingt viel aus über die Leistung eines Gerätes, sind aber doch immer wieder Anhaltspunkte dafür, wie potent ein Gerät ist
Und ihr seht hier, haben wir zum Beispiel die Schwarzwerte im Vergleich und hier ist das IPS-LC-Display vom P6 doch deutlich kräftiger. Das heißt, die Schwarzwerte sind deutlich kräftiger. Es ist wirklich ein fast schwarz, während hier so ein leichter Grauschleier beim HTC One hinterlegt ist. Jetzt ist es dort abgestürzt. Das sollte eigentlich nicht passieren, da ich ihn eben schon mal habe durchlaufen lassen. Wir probieren das Ganze nochmal. Run Full Benchmark. Und ab geht die Post und wir wollen mal schauen, welche Werte hier erreicht werden. Und ihr seht, dass HTC One, das holt ganz schön schnell auf. Das P6 hatte Vorsprung mit dem Quad-Core. Das HTC One holt auf und erledigt vielleicht sogar den Bereich etwas schneller als der Konkurrent aus China. Mal schauen. Jetzt geht es an die letzte Disziplin. Auch hier könnt ihr wieder schön diesen Weißvergleich sehen. Auf dem HTC One etwas heller. Und das P6 ist als erstes fertig geworden. Schauen wir uns die Ergebnisse an. 12.152 Punkte gegenüber nur 4.953 Punkten beim Huawei Essen P6. Das bedeutet, das HTC One ist leistungstechnisch um Längen besser, mehr als doppelt so gut. Das heißt, der Quad-Core, der Snapdragon, der natürlich einer neueren Generation angehört, ist hier deutlich schneller als der Quad-Core im P6. Wir schauen uns mal ganz kurz hier die Seitenlinie an. Da haben wir verschiedene Anschlüsse beim P6, SIM-Kartenslot, SD-Kartenslot, Volume-Button und der Power-Button, während hier auf der linken Seite beim HTC One lediglich der Einschub für die SIM-Karte ist. Auf der rechten Seite haben wir hier den Volume-Button beim HTC One und hier eben gar nichts, eine komplett cleane Seite. Auf der Oberseite haben wir beim One einen Power-Button und die Kopfhörerbuchse, während hier beim P6 nur die Micro-USB-Buchse vorhanden ist. Und die Kopfhörerbuchse beim Essen P6, die findet man auf Anhieb eigentlich nicht. Man schaut überall rum, keine ersichtlich, bis man eben hier auf der linken unteren Seite so einen kleinen Pin sieht. Den Pin zieht man heraus und zum Vorschein kommt einmal dieser Pin zum Entsperren des Micro-SIM-Kartenslots, aber auch die Kopfhörerbuchse, wo ihr eure Kopfhörer einstöpseln könnt. Das war es eigentlich schon mit unserem kurzen Vergleich zwischen beiden Geräten, dem HTC One jetzt auf der linken Seite, dem Essen P6 auf der rechten Seite. Falls ihr noch weitere Fragen habt, was wir direkt vergleichen sollen, machen wir das natürlich gerne. Testbilder kommen mit dem Test des Essen P6 natürlich im Vergleich zum HTC One. Das war's erstmal. Ich bin Christian von Updated. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bye.